Und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Skyrim. Und ja, wir sind auf dem Weg nach Hochrodgar quasi ins Altersheim zu den Graubärten und haben von Klimek noch ein paar Vorräte bekommen, die wir mitnehmen müssen dahin. Und ja, quasi nehmen wir jetzt Kaffee und Kuchen mit ins Altersheim nach Hochrodgar. Ne, Lydia? Die ist dabei, wie immer. Kleines anhängliches Wesen. Was ist das? Schrifttafel, okay. Von der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzen sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Gut, das lese ich jetzt nicht alles vor, das ist ja... Ja, ach so, Lydia liest noch. Um ein bisschen länger was erwarten, haben wir überhaupt ausgerüstet. Okay. Gut, na dann gucken wir mal. Hier geht es schon wieder super los. Perfekt. Der erste Kill, Finishing Move. Und schon haben wir wieder eine neue Stufe. Das ist echt wie beim Brezelbacken hier bei uns. Also ich hoffe, wir überleben das mit Level 5 da hoch, weil ich habe gehört, das sind schon ziemliche Prüfungen auf dem Weg, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe jetzt oder verlesen habe oder so. Muh. Nee. Du auch? Komm her. So. Lydia, da hinten kommt sie schon. Ups. So schnell kommt man vom Weg ab, würde ich sagen. Aber man hat eine echt schöne Aussicht von hier oben, ne? Das muss man schon sagen. So. Wenn es ein bisschen rauscht neuerdings, dann nicht wundern, ist es der Laptop-Cooler, den ich hier unterm Laptop stehen habe. Und das Mikrofon ist wie gesagt ziemlich empfindlich und ja, deswegen kann es das sein, dass man ein bisschen Rauschen hört. Aber ich hoffe, dass es der Rauschfilter dann bei der Nachproduktion rausfiltert. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodgar emporsteigt. Okay, habt ihr von den habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Ah. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Drachenblut, wahrscheinlich. So nannte man mich jedenfalls. Besucht in die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Hm. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Okay. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay. Gut. Na gut, dann werden wir mal weitergehen, würde ich sagen. Zwischendurch immer mal ein bisschen speichern, damit wir nicht den ganzen Weg wieder gehen müssen. Wenn wir jämmerlich verrecken. Ich höre doch schon wieder die Hündchen. Ich höre doch die Hündchen. Das ist diesmal nicht meiner. Na. Fall um. So, jetzt ist aber kalt hier oben, du. Lüdi, kuscheln. Es wird kalt im Himmelsrand. Schon wieder Hündchen. Es sind nur Hündchen irgendwie. Komm her. Bada bam. So. Und weiter geht's. Na, Lydia? Ja. Mehr oder weniger. Lydia ist dabei. Ich hoffe, sie ist wenigstens dabei, wenn wir sie brauchen. Es wäre echt blöd, wenn nicht. Na, da ist er ja. Immerhin. So. Moonforge. Also das ist die... Habe ich auch mal heruntergeladen, glaube ich. Das ist eine Schmiede. Da kann man so... Ich glaube, Herr der Ringezeug oder sowas könnte man hier bauen. Habe ich runtergeladen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja, genau. Mehr oder weniger. Elbenzeug und so ein Blödsinn. Gibt's auch ein schönes herunterladbares Schwert, das Stichschwert vom Hobbit und Herrn Herr der Ringe. Mit der leuchtenden Schrift drauf, das sieht echt gut aus. Das zeige ich vielleicht auch mal irgendwann später, wenn ihr mögt. So. Dann gehen wir mal. Bisschen sputen hier, ist nämlich ganz schön kalt, sonst müssen wir echt noch kuscheln mit Lydia.
Sollen wir lieber die Sachen wieder zücken? Falls uns die Bergziegen hier gefährlich werden und uns attackieren. Naja. Na Lüdi. Alles fit? Im Schritt, wollte ich fast sagen, aber du hast nichts zu tun, oder? Hallo? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Die sind schon alle tot. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Neidisch. So. Ziege, stehen bleiben. Bam. So. Wer schießt hier zum Teufel? Ach, schießt du auf die Ziege? Okay. Why not? Why not? Fähigkeitsmenü. Ach ja, da war ja was. Stufe 5. Gucken wir doch mal, was haben wir hier? Ausdauer nehmen wir da. So, und Taschendiebstahl, leichte Rüstung, Schießkunst einhändig. Blocken, schwere Rüstung, Schmiedekunst. Ich guck nochmal bei einhändig, vielleicht. Nein, einhändig. Ja. Doppelwirbel, Angriffszahl, ja. Ja, das klingt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Knochenbrecher, Streitkolben habe ich keine, oder habe ich? Ne, ich habe Äxte. Axt und Schwert habe ich, aber keinen Streitkolben. Was bist du? Angriffe mit Kriegsäxten verursachen zusätzlichen Blutungsschaden. Ich nehme den Doppelwirbel, weil der ist eigentlich aber gut gewesen, finde ich. Ja, musst du, Lydia. Aber wegen der Ziege geht's weiter. Wegen der Ziege geht's weiter. Oh, Mother Jesus. What? Oh, hier gerade ein Troll oder so ein Vieh. Oh, der tut überhaupt nichts, oder? Der Bogen. Gegen dich. Könntest du stehen bleiben? Genau, greif die Ziege an. Ist mir total... Ja, nimm ruhig die Ziege. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich speichere. Ich hab Angst. Den kriegen wir schon klein, oder? Den kriegen wir klein. Kommst du? Oh, er kommt. Lydia? Lüdi? Wo zum Teufel bist du? Ich würde mich freuen, wenn du mal in den Nahkampf kommen würdest und nicht hier... Okay, das ist machbar, denke ich, oder? Na, 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 na. Wow. Halleluja. Oh, Lydia haut mächtig zu. Auch. What the f... Okay. Okay, doki. Na, komm. F9. Und dabei hatten wir ihn so gut schon niedergekriegt. Lydia, geh mal in Nahkampf. Komm, ich mach das mit dem Bogen. Aber ich glaube, der Bogen interessiert ihn überhaupt nicht, oder? Oh, 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 oh. Speichern. So, ich renn weg. Und du machst das, Lydia. Lydia, Lydia, mach. No, 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 no. Nein. Oh. Okay, ich halte mich weg und du machst da. Wow. Hau. What the fuck? Oh, das war Lydia, Entschuldigung. Okay, du lenkst ihn ab und ich... Ich mach ein Blatt. Deal? Oh, no fucking deal. Okay, der Speicherpunkt war vielleicht ziemlich blöd gewählt, muss ich sagen. Das stimmt schon. Ja, zumal ich jetzt erstmal mitten in der Hand... Ja, ich... Ist... Okay. Naja. Ne? Kein Problem, jetzt seht ihr mal ein Part, wie man failt. Was habe ich denn hier alles? Warte, Klammer ab, ja. Waffen,
Stahlpfeile, aber hier könnten auch eigentlich die Stahlpfeile manieren. Was bist du des Unbehagens? Ja, du Stufe 5 bist du Stufe 5, das ist doch höher als Stufe 5, oder? Waffenbekleidung. Ist auch nicht mehr viel von. Frostresistenz, Gesundheit. Das könnte man mal nehmen. Frostresistenz, kriegen Ausdauer, Feuerresistenz. Das sind Zutaten, Bücher. Ganzen Blödsinn hier lernen. Macht dir Feuer irgendwas aus? Da habe ich doch eigentlich. Machen wir mal das. Hau ab. Musst du, Gottverdammt, nochmal. Boah, Zaubertränke. Gib mir du. Na. Nein. Boah, leck mich. Doch. Fett. So, ich muss weg. Lydia. What are you doing? Wenn ich jetzt noch die Tasten treffen würde, die ich suche. Wäre alles super. Was machst denn du, Idiot? Oh Gott, wir haben ihn. Speichern. Halleluja. So, und was habe ich jetzt gemacht, dass ich jetzt dämlich laufe? Ah, okay. Die Feststelltaste. Puh, ein Amethyst, ne, immerhin. Wahnsinn, das war ein Kampf. So, wir speichern nochmal. Just in case. So, die Tafeln kannst du dir sonst wohin stecken. Das war mal Failen vom Feinsten. Lydia, geht's gut? Das freut mich. Boah. Heftig. Heftig, heftig, Lydia. Heftig, heftig. Ich speichere gleich nochmal. Ich habe so Panik bekommen, dass wir den jetzt nicht schaffen und dass ich mich bei YouTube völlig blamiere. Aber naja, mache ich so oder so. Von daher ist das total egal. Ne? Meistens komme ich noch dich. Bisschen heiß. So. Mein Gott, wo sind denn die Rentner? Und das Altersheim vor allen Dingen. Kaffee und Kuchen. So wird es mir auch gut gehen, jeden Tag beliefert zu werden. Natürlich, das Klima ist ein bisschen blöd hier, ne? Aber naja. Die Kälte konserviert, muss man schon sagen. Von daher ist das eigentlich auch nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Aber ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, mache ich einen kurzen Cut. Schau mal, wie lang die Folge ist. Und dann sehen wir uns, glaube ich, mal wieder. Aber erstmal schmeiße ich noch für die Altersheimbewohner ein bisschen was in die lecker Kekstruhe. Ist das die? Denk mal schon, oder? So. Wie hieß das denn, was der mir gegeben hat? Klimix Vorräte. Wie mache ich das? Ach, ablegen. R, okay. Perfekt. So. Gut, dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part von Skyrim. Macht's gut und tschüss.